Hallo zusammen, wir sitzen hier in einem aktuellen Audi SQ7 vom Baujahr 2021 mit der 4 Liter TFSI Maschine und haben hier unsere Klappensteuerung nachgerüstet. Wir haben bei dem Fahrzeug grundsätzlich zwei Systeme, das altbewährte Handsensorsystem, dauerhaft offen, geschlossen und Serienmodus, die drei Funktionen. Bei dem Wagen haben wir aber unser anderes System nachgerüstet, unsere Klappensteuerung CB2, die geht über die Fahrprofilauswahl. Und da gehe ich jetzt mal kurz auf ein, wie das Ganze hier funktioniert. Im Moment ist es so, dass das System aktiv ist. Ja, man kann das Ganze über eine Tastenkombination aktivieren und deaktivieren. Wenn das Modul aktiv ist, kann man erstmal unabhängig von den Fahrprofilen über die ESP-Taste mit einem Doppelklick die Klappen öffnen und schließen. Ja. Doppelklick auf, Doppelklick zu. Und dann haben wir das Ganze noch an die Fahrprofile gekoppelt. Das bedeutet jetzt, dass wir hier diese verschiedenen Fahrprofile haben. Im Allout und Efficiency sind die Klappen bis und Komfort sind die Klappen bis 4500 Umdrehungen geschlossen und öffnen da drüber oder bei 80% Gaspedal. Beim Autoprofil haben wir 3000 Umdrehungen einprogrammiert und auf Dynamic sind die Klappen jetzt dauerhaft und kontinuierlich geöffnet. Das Ganze kann man sich hier auch noch unter dem Punkt Individual einstellen, und zwar unter Motorsound. Hier haben wir auch dauerhaft offen 3000 Umdrehungen und 4500 Umdrehungen. Das heißt, mit dem System haben wir eine saubere Kopplung an die Fahrprofile und wer möchte, kann das halt über die ESP-Taste auch noch unabhängig von den Fahrprofilen steuern. Jetzt zeige ich das nochmal gerade. Ich hoffe, dass man das hört auf dem Video. Wenn ich jetzt hier den Doppelklick mache, Klappen zu, Doppelklick wieder, Klappen auf. Zu. Das ganze System merkt sich die Einstellungen, die man vorgenommen hat. Das heißt, wenn man einmal Klappen geöffnet hat, bleiben die auch dauerhaft geöffnet. Im Serienmodus, beziehungsweise wenn unser Modul nicht verbaut ist, ist es halt so, dass trotz Dynamic die Klappen in gewissen Fahrbereichen einfach schließen. Das heißt, mit dem System holt man den maximalen Sound aus dem Fahrzeug raus.